herzlich willkommen zurück im Wilden Westen und wir haben gerade gecampt und tatsächlich sind wir genau hier und jo, wir schauen mal, was wir als nächstes machen, ne? Hier drüben ist irgendwas, ich weiß nicht was, aber da ist was. Wir können auch noch unser Zeugs verkaufen. Wir schauen aber erstmal auf die Karte. Gemeinsam. Was sind das hier unten? Nigel West Dickens? Pass auf, wir machen es mal ganz anders. Wir verkaufen erstmal unser Zeugs und machen erstmal diese eine Nebenmission. Wir sind ja im Grunde so gut wie an der Ranch dran. Schaffen wir das, dass wir es ohne Karte bekommen? Jo, ne? Wir sehen hier im Grunde. Wir laufen. Wir reiten querfeld ein, oder? Achso, wir sind schon da. Seht ihr? So einfach geht es. Wie eine? Hyänen, ne? Einmal. Vielleicht können wir noch ein paar Felle mitnehmen. Oh, die anderen sind fort. Ah, so ein paar Fälle, wisst ihr? Einfach. Das Geld deswegen. Eine Sauerei, oder? So, irgendwo hier drüben. Oder? Wo war es denn? Doch, doch. Hier war es. Irgendwo. Hier. Steht eigentlich immer dort, was wir gerade halten? Boah, es ist eine Sauerei. Ist das eine Sauerei? Achso, jetzt hättest du dort gestanden, ich hab's ja nicht gesehen. Du bist ganz schön nervös. Wir haben einen nervösen Gaul, oder? Let's go. Jetzt sehen wir einen sehr nervösen Gaul. Beim zweiten Teil hätten wir das Fleisch auch noch mitnehmen können, ne? Da konnten wir so sein Leis, also. Da haben sie ja nochmal zugelegt, das muss man echt sehen. Was will denn der? Warte mal kurz. Schau mal kurz, ob das eine Zeitung ist. Da würde ich nämlich mal schauen. Ist das eine Zeitung? Meister. Dann kaufe ich mir nämlich eine. So, schauen wir kurz. Schreckensherrschaft der Williams-Bande. Und die waren ja in der Dutch-Bande, ne? Die hießen nicht Williamson, ne? Mit Übergriffen, die an unsere keineswegs ferne, ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen, versetzt ein Mörder und eine Diebesbande den Westen in Angst und Schrecken. Zwar galt New Austin nicht als Hort der Furchtsamen oder Feingeistigen, doch auf die neue Bande reagieren die Gesetzeshüter mit besonderer Besorgnis. Doch Dutch fand tatsächlich. Das ist die Williamson-Bande, echt? Das ist aber wirklich Dutch. Wisst ihr?
In West Elizabeth, ihr Unwesen trieb, sorgt keine Bande für vergleichbare Bestürzung bekanntet. Obwohl viel Viehdiebstahl und Raubüberfälle in der Region leider immer noch nichts Ungewöhnliches sind, entsetzt das Ausmaß des Mordens und Brandschatzens von Williamson. Nee, halt. Seit Dutch dort war, und das ist jetzt die neue, ne? Das ist die Williamson-Bande. Ey, wartet mal. Ey, Bevölkerung. Ein moralisch verkommener Berufsverbrecher, dessen Vorstrafe bis in seine Zeit in der Besserungsanstalt zurückreicht, sollte ehemals, warte mal, soll ehemals selbst Fan der Lindensbande angehört haben. Ah, okay. Williamson? Ach, das ist doch de. Nee. Wen suchen wir eigentlich? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. War bei uns. Ah, ich bin dann mal gespannt, wenn wir dann wieder umswitchen nach der 10. Folge. Ob wir irgendwie so eine Verbindung finden können, ne? Auszugehen, dass er 1906 beim fehlgeschlagenen Raubüberfall verbrannte. Der Eisenbahnhandelsgesellschaften, die Behörden drängen, das Verbrechen im Interesse der Wirtschaftsentwicklung und Investitionen nachhaltig einzudämmen, besteht kein Zweifel daran, dass Maßnahmen gegen diese neue Bande ergriffen werden. Apollo-Stil, da können wir uns mit rasieren. Mexikos Staatsoberhaupt ruft zur Besonnenheit auf. Ja, die haben natürlich mit Texas haben die natürlich, ne, was verloren und vor allen Dingen Öl. Ansonsten, vielleicht wäre heute Mexiko das reichste Land der Welt. Sprachlosigkeit herrscht in Armadillo. Oha, das sind wir doch. Rätselhaft abstoßenden Fall Moses Forth, der kürzlich wegen Grabraubs und Schändung verhaftet wurde, gilt als alleiniger Täter in einer Serie von ähnlichen Strafhandlungen der vergangenen Jahre hier im Westen. Seit seiner Festnahme ist es jedoch erneut zu Friedhofsschändungen gekommen. Wow, Friedhofsschändung, bist du denn des Wahnsinns? Alten Gothic, Goth, Sloppy Mollis. Können wir auch mal mit dem Dampfschiff fahren? Mandarin, das ist doch, das ist mit, da waren ja die Chinesen, ne? Die waren natürlich auch nicht gerade gut angesehen. Oh, die haben sich gut durchgesetzt, sagen wir es mal so. Wundertonikum, ja. Ja, das gab es damals, ne? Die Wunderheiler. Tierköder zu verkaufen, Wagenrennen in Gap of Breach, Pelze und Felle. In New Austin, ja, da kommen wir jetzt nicht hin. Zugpferde zu verkaufen, Stand der Ehe treten, Miss Molly Brannigan. Ja, dann. Junge vermisst, Ralph Anderson, 8 Jahre. Armadillo. Können wir den vielleicht finden? Tierköder zu verkaufen. Unterkunft Ridgewood Farms. Sehr günstige Preise. Tipp des Tages, the old way is the best. Ja. Ja, es ist, wie es ist, ne? Tabak gegen Tuberkulose. Was? Gegen? Eher für, oder? Wenn Sie am Arbeitsplatz regelmäßig. Ne, wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ihr am Arbeitsplatz regelmäßig raucht, kriegt ihr keine Tuberkulose. Nur dann. Und Telefon, Telegraph. Der dir unser Sheriff ein bisschen Probleme gibt. Sehr schön. Liebe es. Liebe es. Was wollten wir hier jetzt eigentlich noch machen? Sehr schön vergessen. Wir wollten schlafen. Brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht mehr. Wir wollten aber noch was machen. Ach so, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Was war denn das für eine Mission? Und wo können wir denn die noch sehen? Auf der Karte, ne? Wo war denn die? War die hier? Wasser und Ehrlichkeit? War das die Mission? Ich glaube, ne? Das waren die 300. Ist das hier unten? Amerikanische Begehrlichkeiten. Ich glaube, Wasser war es mit seiner Wünschelrute. Gott, was hier alles los ist.
Wollen wir hier rüber? Also ich glaube, hier haben wir lange drin. Das ist eine never-ending story. Das ist auch so eine Rentnergeschichte. Das ist genau wie... Los. Alles klar, Meister? Nadel. How about I make you famous? All you gotta do is agree to a duel. I'm faster and tougher than any of you. Those are big words, my friend. Die! Das kann ich nicht. Das weiß ich nicht, wie es geht. Was muss ich denn machen? Erzähl's mir. Oh my goodness. Was mach ich? Was mach ich? Das ist immer blöd, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Nee, ich will ein Tutorial. Danke. Drücke. What? Bewege. What? Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Tut mir echt leid, aber so sind halt hier die Regeln. So, wo ist mein Pferd? Sei gegrüßt. Ach ja, komm. Genau hierhin musst du dich stellen. So, warte jetzt. Räumt denn jemand hier weg? Ja, schön. Ja, so wäre es da, Meister. Hätte mich einfach zu... Was ist denn hier wieder los? Was ist denn mit dir? Das ist doch auch nicht normal hier, oder? Dass die hier rumrennt, oder? Ach, das ist die... Die rennt von uns weg. Die denkt... Kein Problem. Ist alles wieder gut. Alles wieder gut. Wir haben nur einen Mann erschossen. Wie traurig das eigentlich ist. Das ist ja Wahnsinn. Wie man der abstumpfen kann. Oh, schön, die Sonnenstrahlen. Schaut an. Ist es schon wieder? Ja, ich weiß nicht. Was ist denn los? Alles gut? What you searching for, partner? I've been gathering some flowers for my wife. She's waiting for me back in the cabin. That's very sweet of you. And we've been together 50 years now, me and my darling Annabelle. She's always loved these wild fever few that grow around this place. But she's getting on now in years, and it's hard for her to get up and about. So I want to bring her a lovely bouquet for our anniversary. Well, I've seen quite a few flowers in my travels, if you'd like to help. Oh, yeah. Listen, these old fingers ain't what they used to be. Yeah, I'd love it. Sure, bring me any pretty ones you find, huh? If you could go look for them flowers, I'd really appreciate it. Is it? Auf der einen Seite erschießen wir im Duell irgendjemanden. Gibt's hier auf der Karte irgendwelche... Ach nee, ich glaube da... Das geht schon. Du kannst, glaube ich, irgendwas kaufen, wo du dann auf der Karte siehst, wo das ganze Zeug ist. Geh mal ein bisschen querfeldein. Wann ist denn der Hochzeitstag? Ich hoffe nicht morgen, weil es dauert ein bisschen, bis wir hier irgendwas finden. Oh, Moment, was ist das?
Wisst ihr, und jetzt einfach noch, was die jetzt noch machen müssten, ist, dass ich mit dem Kajak da noch entlang schippere, dann hätten wir es, dann wäre alles gut. Ich meine, das ist dann, beim Witcher kann man es ja schon ein bisschen, ne, mit einem Segelboot und sowas. Da geht ja schon was. Komme ich eigentlich hier rein? Nope. 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 Boah, hier mal hinsetzen. Auf den Schaukelstuhl. Oh, wir bauen uns das Ding hier aus zu unserem kleinen Domizil, wisst ihr? Kleines Fallout noch. Ja, der hat jedes, ne, hat so seine Dinge. Fallout, da kann man drüber schimpfen, über manche Dinge, aber es hat halt auch seine schönen Seiten, ne? Wenn man irgendwie so ein Häuschen baut oder Skyrim oder ne? Wenn die sich alle zusammentun würden, könnten die einen Meilenstein hin. Gut. Wieso sind wir eigentlich, wieso konnten wir eigentlich nicht rennen? Weil man nicht mit Waffe rennen kann? Kann das sein? So gut, also hier finden wir jetzt erstmal nichts. Wir laufen also mal hier runter. Er rennt halt nicht an den Baum ran. Und wenn wir irgendeine Blume sehen, dann pflücken wir die, ne? Meister. Oder wenn wir irgendwie was kaufen können. Aber wir brauchen erstmal das Geld, um den... Ja, ich weiß noch nicht, was wir machen überhaupt. Die eine hat eine Wünschelrute, oder? Das war doch das mit dem Wasser und Zeugsbums. Schauen wir mal. Wenn wir ihm jetzt einen Apfel geben, ist dann unser Vertrauen größer? Achso, wir wollten hier... Ich weiß, was wir hier machen wollten noch. Wir gehen mal in den General Store. Wo war denn der wieder? Den General... Und verkaufen mal ein bisschen was. Hier ist er. Kann ich hier davor zufälligerweise... Nö, kann ich nicht. Na gut. Boah, hey. Das war schlecht. Das war schlecht geparkt, gebe ich zu. Bisschen schlecht geparkt. Das ist die große Preisfrage. Pass auf. Ich verkaufe dir ein Bockeweih. Wahrscheinlich brauchen wir es irgendwann noch, aber ich verkaufe das trotzdem. Ich verkaufe dir... Ach, wir haben doch Kojotenfleisch. Guck an. Können wir das vielleicht auch hier wenn wir lagern, noch irgendwie kochen? 2,94, super. So, das ist alles, was wir... So, pass auf, hier, da, Überlebenskünstlerkarte, was ist das? Kräuter, ne? Für 20 Minuten auf der Karte an. Das können wir uns doch jetzt kaufen hier. Ich kaufe mir das mal. Weil wir haben gerade noch 20 Minuten Zeit. Was ist hier eigentlich das? Dead Eye? Nee. Nö. That should keep me going for a while. Können sowieso nicht so viel kaufen. So, jetzt gehe ich wieder zurück, wo der war. Aber ich bin hier falsch, ne? Merk's gerade. Wir gehen mal zu, keine Ahnung, hier raus. Ich gehe nochmal auf die Karte.
Ja, ist im Grunde egal, ne? Wir können hier... Machen wir es mal hier. Hier sieht es irgendwie grün aus. So. Und jetzt... Und jetzt... Streitross... Nö. Das hier. Benutzen. Okay. Seht ihr das? Ich sehe gerade nichts. Ach, der. There you are. Brauchten wir das? Ja, das ist so. Trotzdem, ich habe gedacht, jetzt sehen wir gleich ganz viel. Aber so viel sehen wir gar nicht. Für 20 Minuten wollt ihr mir was zeigen. Gar nichts. Was heißt eigentlich im näheren Umkreis? Oh man. Das klappt ja hervorragend, ne? Das klappt ja super. Was ich hier für Pflanzen finde. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich hier absteige. Oder sieht man das auf der Karte, die Pflanze? Nee, das hat mich gewundert. Ja, klar. Eieiei. Was ist los? Ist hier eine Schlange irgendwo? Denkt Spanner, ne? Also das klappt hervorragend. Mit dem Kräutergarten. Super. Ach, warte, halt. Hier. Nee, warte, ich gehe erst mal hin. Nee, die haben... Saved us doing our job, and we thank you for it. Can't let the criminals win now, can we? Das war... Aber ich glaube, ihr Glück habt. Ich hätte euch beinahe erschossen, nur dass die... Ihr habt ganz schön geblinkt. Das muss ich echt sehen. Alright, let's see. Ihr habt ganz schön geblinkt, eure Sterne. Die haben sie Glück gehabt. There we go. Die werden bald niedergemacht worden. Okay. So, wo war der? 20 Minuten. Da wird man noch vom Zug überfahren, überrollt. Ich habe gar nicht nach rechts und links geschaut. Finde ich den? This is dirty. A dirty chop. A really dirty job. Hier drüben war noch einer. Aber wir gehen erstmal zur Pflanze hin. Ehe sie weg ist. Ist ja immer die gleiche hier, ne? Wir müssen wahrscheinlich doch am Ende in ein anderes Gebiet. Los.
Irgendwo noch Wölfe. Da drüben schießt. So, hier irgendwo liegt noch ein Wolf rum. Ah, okay. Tough one, ain't you? Mhm. Okay. Ein Wolfspelz, ein Wolfsherz. Heute ist eher eine Jagdfolge, ne? Eine Jagd und Sammeln. Jagen und Sammeln. Eine Jung- und Altsteinzeitfolge. Ne, eher eine Altsteinzeitfolge. La 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 la. Sehe ich eins. Im zweiten Teil sind die viel, viel aggressiver. Aber viel aggressiver, da haben wir nicht die geringste Chance. Hier, das ist so mein Schwierigkeitsgrad. Weißt du? Das ist so ein bisschen mein Schwierigkeitsgrad. Aber wisst ihr, wie oft wir im zweiten Teil gestorben sind? Wir müssen erstmal wieder in die Steuerung kommen beim zweiten Teil. Da wird es dann rum sein, die 10 Folgen, dann habe ich vielleicht die Steuerung ein bisschen drin. Okay. Nee, also da haben sie auch das Wildtier. Verhalten um einiges haben sie der verbessert. Das muss man echt sehen. Aber so, ne? Schon Wahnsinn, also schon toll. So, haben wir eigentlich noch unsere... Ich würde halt trotzdem Richtung hier gehen. Ja, unbedingt auf den Schienen entlang. Mäh. Kann man hier eigentlich auch mit dem Zug fahren? Wahrscheinlich, ne? Bereiten wir den Schienen entlang. Haben wir irgendwo wieder eine Blume sehen? Oh, das ist blöd hier. Das ist wirklich ganz schön viel. Ja, wenn wir halt auf der Straße, dann sehen wir halt kein... Habt ihr das hinter uns gesehen? Ja, ne? Bestimmt wieder das Mutterkraut, ja. Scheiße. Wir haben halt nicht viel Variation hier. Wir brauchen ja 3 verschiedene Dinge. Das ist ja das Verrückte. Wir gehen mal weiter, weil ich denke mir, das... Wenn wir in ein anderes Gebiet kommen, kriegen wir vielleicht auch andere Pflanzen. Aber wer weiß das schon. Howdy. Vielleicht sieht man auch immer ein bisschen was rechts und links. Zum Beispiel rechts jetzt. Will es ist was anderes sein als das Muttergrau, das Wilde. Nee, es ist noch immer das Muttergrau. Aber ich nehm's, wie es kommt. Ah, here we are.
Es sind Überlebenskünstler. Obwohl, jetzt ist gespeichert, ne? Das passt eigentlich perfekt. Dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Ich sag ciao, ciao. Und wir sehen uns wieder im Wilden Westen bei Marston, dem Kopfgeldjäger. Irgendwie haben wir ganz viele Kopfgeldjäger-Dinge gerade am Start.